Ja, hallo und willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Naja, nicht ganz. Ich spiele hier ein bisschen, während ich euch ein paar Infos gebe zu einem Thema. Zum Beispiel, weshalb waren letzte Woche weniger Videos? Ich weiß nicht, ich hatte das in einem Let's Play erwähnt, im hier Mine Together. Wenn ihr das geschaut habt, dann wisst ihr es. Und zwar liegt das daran, dass ich auf Klassenfahrt war und halt die ganze Woche nicht da war. Das ist auch der Grund, weshalb die Titel auch bis heute jetzt nicht so da waren. Ich habe jetzt mir gewonnen, auch nicht dran, sondern erst ein bisschen akklimatisiert, wieder auf normal zu Hause sein eingestellt und alles. Und das wird jetzt auch langsam nachgeholt. Mal schauen, wie lange das noch dauert und wie lange ich da noch drin sitzen werde. Aber ja, wartet einen Moment. Dann, wofür habe ich hier, wie ihr seht, ein kleines bisschen gemoddetes Minecraft. Nicht viel, nicht viele neue Mods, nur ein paar wenige. Das sind 94 insgesamt. Das heißt, auf Items habe ich 37 Seiten. In 27p Auflösung. Muss man dazu sagen, in welcher Auflösung. Ich glaube, normale GUI-Einstellungen, wie auch immer. Das Modpack ist noch nicht wirklich bereit, euch zu geben. Also die Configs werde ich euch noch nicht geben, erst so Samstag. Und bis dahin werde ich auch die Woche dann so Livestreams machen, vor allem um zu testen, dass meine also die Configs vernünftig eingestellt sind und nicht zu hart und so weiter und alles. Und vor allem zur Zeit seht ihr hier einmal Copperohr. Wenn ich da hochgehe und darauf pointe, das dürfte auch Copperohr sein. Moment. Ich will es doch nur zeigen. Lass mich zeigen, dass das auch Copperohr ist. Da, Copperohr, aber eine ganz andere Farbe. Das ist noch alles nicht eingestellt. Es sind nur die Configs mit den IDs soweit fertig, dass die IDs alle passen. Und das tun sie ja, wie ihr seht. Ich kann spielen. Ich bin hier drin. Und das ist super. Mehr brauche ich zurzeit nicht. Gerade. Da bin ich jetzt schon so ein bisschen stolz drauf, so, hey, das funktioniert endlich. Ja, ich werde hier die ganze Woche bald streamen zwischendurch. Aber heute weiß ich nicht, ob ich damit anfangen kann schon. Ich hoffe es natürlich. Ich werde dann noch so langweilige Sachen streamen, wie zum Beispiel Computercraft Code schreiben für Turtles, die automatisch meinen sollen für mich oder so. So, ich den ganzen Mist werde ich auch machen. Und ja, wer es mag, kann gerne einschalten. Das auf dem Twitch-Kanal, Link in der Videobeschreibung. Es wird ein weiteres Video kommen zur Modliste, sobald sie fertig ist, und zur Mod-Installation. Wobei die Installation eigentlich ist, alle Mods reinhauen, die man hat, und dann fertig mit den Configs. Ja, gibt es eigentlich nicht zu erklären, aber es gibt ja trotzdem, was ich jetzt nicht verstehe. Ich werde jetzt noch ein bisschen Spaß mit dieser Welt haben. Hoffe ich zumindest. Und wünsche euch viel Spaß. Schaltet gerne Livestream ein. Ich werde nur per Chat interagieren. Genau, das muss ich auch sagen. Ich werde nur per Chat interagieren, nicht so wie uns jetzt sprechen und bla bla bla. Ein Titel wird auch stehen, was von wegen hier Englisch und Deutsch, ENG und GER Titel. Ganz einfach, weil ich ja nur per Chat interagiere und nicht direkt spreche. Ich kann sowohl Englisch als auch Deutsch und das bringt mehr Zuschauer eventuell, hoffentlich. Ja, den Chat werdet ihr noch hier in-game sehen, das muss ich auch gleich noch einrichten und alles. Also, ja, da werde ich mir schon ein bisschen Arbeit machen müssen. Ich hoffe aber auch, dass ein paar von euch vorbeischauen. Täglich so zwischen 15 bis 16 Uhr, so anfangen bis 18, 19, 20 Uhr. Eventuelle Unterbrechungen, meistens dann einfach nur zum AFK-Screen, eventuelle Internetabstürze, wahrscheinlich ohne AFK-Screens. Es geht ja schlecht, einen AFK-Screen zu machen, wenn Internet abstürzt. Und ja, ich glaube, das war es jetzt aber wirklich. Und dann viel Spaß, wenn ihr mir dann beim Stream zuschaut. Das könnt ihr sozusagen als Ersatz für die ganzen Technik-Lumons-Videos sehen, wofür ich das jetzt hier auch als Ersatz gebracht habe.
So, das doch, wie die hier sozusagen auch ein bisschen so ein Ersatz für Technik benutzen. Dann könnt ihr noch den Stream angucken und dann habt ihr auf jeden Fall eigentlich mehr Videomaterial zu Gericht zu sehen als als normalerweise. Da wollt ihr euch nicht beschweren können. Und das Ganze ist dann auch übrigens mit Hintergrundmusik verlegt aus Spotify, wahrscheinlich so die Top-Liste. Wenn ihr die Musik mögt, könnt ihr auch einfach den Stream Hintergrund laufen lassen. Wird zwar wahrscheinlich mal ein paar nervige Geräusche von irgendwelchen hier Schafen und so, aber ihr hört auch vernünftige Musik. Ja, das war es jetzt dann, glaube ich, endgültig. Endgültig. Wie sage ich das denn jetzt noch? Weiß ich nicht. Ich werde mich weiter die Welt erkunden, die werde ich wahrscheinlich dann auch sehr. Ne, werde ich nicht im Livestream verwenden. Ich werde jetzt die Configs anpassen, soweit, dass ich erstmal alle hier mehrere Kupfer und solchen Sachen raus habe. Soweit raus wie geht. Frage ich nur noch, welche ganzen hier Mods alle Kupfer und so hinzufügen. Ich weiß, Industrial Craft und noch so ein anderer Mod, wo mir gerade der Name nicht einfällt. Es ist eine gute Sache, wenn einem der Name vom Mod nicht einfällt. Thermal Expansion, glaube ich, genau. So wie auch immer, das muss ich, ist meine Sache, darum werde ich mich gleich kümmern. Da ist ein Dorf, ist ja cool. Das Video wird immer länger und länger. Ja, hoffentlich kann ich Samstag anfangen mit aufnehmen mit Sammy zusammen. Heute war noch, ob er Zeit hat oder nicht. Und ja, mal schauen. Was verkaufst du? Gut. Forestry. Oh, cool. Das ist ein schickes Haus hier, was ihr habt. Ach, das ist Rubberwood. Welches Rubberwood ist denn das? Aha. Gut, ja, jetzt aber endgültig. Lass mich jetzt nicht noch von mehr Sachen ablenken. Ich habe jetzt alle Sachen gesagt. Alle wichtigen Links sind unten in der Videobeschreibung. Ja, ihr könnt mir ja gerne sagen, ob ihr noch vielleicht noch irgendwelche Mods haben wollt. Da ihr wisst eh nicht, welche alle hier drin sind. Ich kann ja mal kurz hier welche Modliste hier mal kurz durchscrollen, wer Zeit hat, hier mal wieder eine Pause zu machen, kann das gerne machen. Also, der kann sich das angucken. Da. Und sich das selbst auch zusammenstellen, wenn er will. Wie egal. Sagt vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die zuhören und ich hoffe, wir schreiben uns heute Nachmittag oder morgen Nachmittag oder übermorgen Nachmittag auf dem Twitch-Kanal. Tschüss!